里面啊，奉主耶稣名，我们来这边一起来聚会。Im Namen Jesu beginnen wir und halten nun unseren Gottesdienst. 那我们进入到我们的主题的第一个小的题目。Jetzt kommt das erste Unterthema. 就是基督化的家庭里面的第一个就是那个孩子。Die christliche Familie und Kind sein. 那这个主题我想了好久，看怎么来讲。Ich habe mir das lange überlegt, wie ich dieses Thema angehe. 因为孩子不是你来决定的。Denn dass man Kind ist, entscheidet man nicht selbst. 有没有一个人，你再想一想，你有没有一个人，你说，哎，我要来当孩子。Gibt es irgendjemand, der beschließt und sagt, ich möchte jetzt ein Kind sein? 有没有？应该没有啊。Ich denke nicht. 我也是想说没有。Und ja, ich denke nicht. 有一天，你头脑就是开化了。Wenn wir eines Tages das verstehen. 人家叫你说孩子啊。Und jemand nennt uns Kind. 那还没有人家叫你孩子之前，你人家一直叫你教你说叫爸爸叫妈妈，不要他不要讲了几百次。Und oder jemand sagt zu uns, wir sollen ihn oder sie Papa oder Mama nennen. 好了，最后你叫出来了，爸爸。Und schließlich kann man das Wort dann sagen, Papa. Oh, Mama. Oder Mama. 哇，他们就很开心了。Und dann freuen sie sich. 然后呢，你就会慢慢说，哦，他是爸爸妈妈，说我是孩子。Und erst später, wenn wir mehr verstehen, erkennen wir, ach, das ist mein Vater und meine Mutter und ich bin das Kind davon.那所以你当儿子，你当孩子，不是从你个人来讲，不是你选择的。Dass wir Kind sind, können wir nicht persönlich uns dafür entscheiden. 就是说，如果可以选择的话 ，wäre es möglich, sich zu entscheiden, 你就不是孩子了。Dann ist man nicht das Kind. 哦，为什么？Warum? 因为你孩子是被生下来的。Denn ein Kind wird geboren. 孩子不是说你还没当孩子之前，你有一个选项，我要选这个，选这个，选这个。Es gibt keinen Zustand, wo jemand sagt, ich bin noch nicht Kind und ich wähle jetzt. 那这样就很好玩了哈。Das wäre natürlich interessant, vielleicht auch lustig. 就你还没被生，你就先来这边想，我要在这个家。选一个怎么样的爸爸，选这个叫妈妈，对不对哈？ Dass man bevor man geboren wird sich überlegen könnte, ah, ich würde diesen Vater wählen und jene Mutter. 怎么样的家，怎么样的环境，哪个国家，哪个种族？ Welche Familie, welche Umgebung, welches Land, welches Volk? 从肉体来讲的话， rein physisch betrachtet.我们每个人被生下来，就是像那个海德格所讲的。Sind wir alle werden wir geboren und es geht uns wie Heidegger sagte。他讲什么呢 ？Was sagte er？ 他说人是被丢到这个浩瀚的这个世界来。Er sagte der Mensch ist in die Welt geworfen wird in die Welt geworfen。你就哗哦，怎么我的爸爸丢在这里？Und dann wacht man auf und ist überrascht. Oh, das ist ein Kind. Das ist ein Kind. 如果讲这样的话，这是从那个存在主义来思考的。Das ist eine Gedanke der Existenzphilosophie. 如果这样不是很悲惨吗？ Ist das nicht ein bisschen traurig? 或是无奈。Oder很没有办法，就是这样。Resigniert. 对，非常好。最后就是啊，无奈。Man resigniert, dass man da hineingeworfen wurde. 啊，但是在一个基督化的家庭里面。Aber in einer christlichen Familie. 你的限界条件是基督化的家庭哈。Das ist jetzt die
der Rahmenbedingung, von der wir ausgehen? Dort gibt es Jesus. 好，既然有基督了，wenn es nun Jesus gibt， 那我们先来看一节圣经哈，那个看彼得怎么告诉我们的。Dann lesen wir dazu, was Petrus gesagt hat. 那个 彼得后书 im zweiten Petrusbrief, 我们看第一章, Kapitel 1, 第19节, Vers 19. 我们, 哦, 19节, 彼得后书, 1章 19节. 2. Petrus 1, Vers 19. 我们 并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。我们在这预言上要留意，直到天发亮，晨星在你们心里出现的时候才是好的。Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 好，那这里告诉我们那个神有他的旨意。 Was hier steht, dass Gott seinen Willen hat. 我们再来看一节哈，就是彼得前书第一章。 Wir lesen einen anderen Vers, und zwar im 1. Petrus 1, 第十节, Vers 10. 彼得前书一章十节，论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的查询求查考。第十一节，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并且怎样的时候。 10:11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Und Vers 13 noch. 传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们，那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人。现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。 Kapitel 1, Vers 13, 12, Kapitel 1, Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Noch ein Vers. Kapitel 1, Vers 20. 基督在创世以前是预先被知道的。 却在这末世才为你们显现。Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen。好，现在我们要来谈的是跟基督连接在一起的孩子。Es geht jetzt um die Kinder, die mit Jesus verbunden sind。也就是说，在基督化的家庭里面的孩子。 Kinder, die in einer christlichen Familie aufwachsen. 那这个呢，就不是像存在主义所讲的，你是被无意识的、没有计划的、莫名其妙被丢在这个世界里面。 Und es ist eine andere Situation, als wenn man sich fühlt, dass man ohne Absicht einfach so in die Welt geworfen wurde. 从圣经来看的话, von der Bibel her betrachtet. 在旧约里面最弱的是谁呢？ Sind im Alten Testament, sind im Alten Testament die Schwächsten? Frauen. Die Frauen.
还有小孩, die Kinder. 你把它这两个词把它放在一起, 都是, 无助的, 或是都讲到, 没有办法, 就是, 认人, 几乎是, 就是, 如果在一个大环境里面, 被遗, 被忘记的, 或是, 被放弃的, Frauen und Kinder kommen immer zusammen vor und sind oft die, die vergessen wurden oder die vernachlässigt wurden. 好,那但是, 在圣经里面告诉我们, Aber die Bibel sagt uns, 基督的是在创世以前啊, 就神就, 被神预先被神知道的, Christus wurde schon vorausgesagt, bevor der Welt grundgelegt war. 好,那我们来看, 约翰福音. Lesen wir Johannes Evangelium, 第一章, Kapitel 1. 第一章, 我们来看第11节, 12节. Vers 11 und 12. 约翰福音1章11节, 他到自己的地方来, 自己人倒不接待他, 凡接待他的, 就是信他名的, 他就赐给他们权柄, 做神的儿女。 Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. 好, 这是讲另一类的孩子. Das sind nun wieder andere Art von Kindern. 那我们来看13节. Vers 13. 在这里有看很多的孩子, huh? Es geht hier um verschiedene Kinder. 第一种, huh? Erstens, 13节说, 这等人不是从血气生的, 所以又从血气生的小孩, huh? Die nicht aus menschlichem Geblüt gekommen sind, also es gibt auch solche. 第二个从情欲生的, noch aus dem Willen des Fleisches. 第三个从人意生的, noch aus dem Willen eines Mannes. 第四就是刚刚, 所讲的, huh? 从神生的, 也就是神的儿女啦。 Viertens sind es, die aus Gott geboren sind, also um die, von denen es in 12 handelte. 好,我们现在把刚刚所念的经节做一个,刚念的蛮多的, 头脑会不会乱乱? 我刚刚念的乱乱。 Wir haben ja gerade viele Verse gesehen, gelesen und alles durcheinander. 那我们把它集在一起。 Wir ordnen das jetzt. 我们讲到孩子。 Es geht ja um Kinder. 在, kind sein. 在基督化家里的孩子。 Um Kind sein in einer christlichen Familie. 现在要从你的已经存在的状况来讲。 Von unserer schon Tatsache seienden Existenz. 也就是说, 你现在是在, 耶稣基督里。 Und wir sind auch schon in Jesus. 那你既然你是在耶稣基督里, Und wenn wir nun schon in Jesus sind, 你就是信耶稣的, dann glauben wir an Jesus. 你就是接待耶稣的, wir haben Jesus angenommen. 那你就是神的儿女, Und als solche sind wir Gottes Kinder. 那这个神的儿女, 这是有权柄的, Und diese Gottes Kinder haben eine gewisse Macht. 第一章十二节, In Johannes 1, Vers 11. 赐他权柄, 做儿女, er gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden. 所以神的儿女是有带着权柄的。 Gottes Kinder sind mit einer gewissen Macht ausgestattet. 所以对我们来讲, 这是我们得到的恩典。 Das ist die Gnade, die wir bekommen haben. 好了,那如果你是生在一个基督化的家庭里面, Wenn man nun also in einer christlichen Familie geboren wurde, 今天早祷我们有讲过有两个方向, haben wir ja heute Morgen im Morgengebet ausgeführt, dass es zwei Ebenen gibt. 你的肉身的家, einmal diese blutsverwandten Familie, 你的肉身家不一定它是全部都是信耶稣的, 全部都是在主里面的, Da kann es gut sein, dass nicht die ganze Familie im Herrn ist. 如果你是出生在这个家庭里面, Wenn man in dieser Familie geboren ist, 那你就要, 有一个改变,
dann muss man sich verändern. Jede Familie hat ihre Familientradition. Eine weltliche, fleischliche Familientradition. Und auch die Charaktereigenschaften werden weitergegeben. Und diese Traditionen ergänzen sich oder beeinflussen sich gegenseitig. In der Pädagogik heißt es die Herkunftsfamilie. Und diese beeinflusst uns für unser Leben stark. 那个生活习惯，那个有时候很没有办法一下就改的。 So wie wir leben, unsere Lebensweise beeinflusst das und ist auch sehr schwer zu ändern. 那另外一个呢是属灵传统的。 Das andere ist die geistliche Tradition. 也就是从耶稣所带来的基督化的家庭。 Das ist die Familie, die Jesus weitergibt. 好，那在这两个不一样的，看起来好像相对的这个家里面， diese zwei verschiedenen Familien, die verschieden aussehen, 最标准的、最理想就是两种的家合在一个家。 Da ist der vollkommene Zustand der, dass sowohl die fleischliche als auch die geistliche Familie sich identisch werden. 好，那你这两家成一家之后。 Und wenn das zu einer Familie wird, 那你家的小孩, dann die Kinder, die in dieser Familie sind, haben auch zweierlei Bedeutung oder Sinn. Einmal sind sie ja die fleischlichen Nachkommen. 比如说，在主内的 基督在基督里的家的小孩, Sie sind die Nachkommen dieser Familie, die im Herrn ist. 那当然剩下就baby了，慢慢长大了。Und sind ein Baby und wachsen langsam heran. 那这个我们一般来讲的话，就是要在主里面把它养大。 Das meinen wir, wenn wir sagen, dass wir Kinder im Herrn erziehen sollen. 刚刚我们讲过，小孩子 他当你的小孩，他不是选择了。 Wir hatten ja gesagt, das Kind selbst hat nicht gewählt, hier zu sein. 父母也会讲啊。 Die Eltern sagen auch manchmal, 我怎么生这个小孩啊？ Wie kann es sein, dass ich so ein Kind habe? 气死人了。 Sie ärgern sich. 好了，两边互相气嘛。 Und dann ärgert man sich gegenseitig. 没有答案。 Aber darauf gibt es keine Antwort. 小孩子没有办法选择父母的。 Denn die Kinder haben keine Möglichkeit, ihre Eltern auszuwählen. 换过来呢? Umgekehrt? 父母有没有说，我们来选这个小孩？ Können die Eltern sagen, ich würde gerne dieses oder jenes Kind auswählen? 当然也没办法呀。 Geht auch nicht. 答案在哪里？ Wie ist die Antwort? 我想到的是，我们看诗篇。 Mir ist dazu eingefallen, Psalm 127篇, Psalm 127. 那诗篇127篇, Psalm 127, 第三节, Vers 3. 儿女是主所赐的产业, 所怀的胎是他所给的赏赐。 Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. 那个，我们也知道，这是两个不一样的东西哈。 Wir wissen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. 第一个是产业。 Das eine ist die Gabe. 神创造人的时候，就给人有这种，就是一代传一代的这个本能，那个能力。 Als Gott die Welt geschaffen hat, hat Gott den Menschen die Fähigkeit gegeben, sich zu vermehren und alles an die nächste Generation weiterzugeben. 好, 所以这是产业。 Das ist das Erbe sozusagen. 产业就是你没有做什么，就是有了。 Das besteht darin, man hat gar nichts dazu getan und man hat es trotzdem. 只要你爸爸死了，大家叫平分嘛。
Und wenn der Vater gestorben ist, dann... Ach so, dann wird alles gerecht verteilt. Egal, ob man groß ist oder klein. Und das andere ist das Geschenk. Und auf Englisch ist es Reward, das bedeutet eine Belohnung, wenn man etwas getan hat. Das heißt, wenn man nicht gearbeitet hat, bekommt man auch keine Belohnung. Und insofern sind die Kinder beides. Zum einen sind sie gegeben, natürlich. Niemand hat es gewählt und sich dafür extra entschieden. Sondern es ist eine natürliche Gabe des Herrn. Und wenn man sich fragt, wie das passieren kann, dann ist es einfach die Antwort, die Schöpfung Gottes. Zweitens ist das das Ergebnis unserer Anstrengung. Wenn man das Kind nicht versorgt, wenn wir wissen, beim Garten ist es ähnlich, wenn wir uns um den Garten nicht kümmern, kommen andere Pflanzen dazu. Warum? Und wir wundern uns, was da alles kommt. Und man kann sich das so erklären, dass Vögel mit ihrer Ausscheidung da Samen verteilt haben. Und in meinem Garten war irgendwann mal ein tränendes Herz, was mich überrascht hat. Wir hatten das weder gekauft noch gesät. Und ich habe es dann einfach wachsen lassen und dann ist es auch wieder gestorben. Das heißt, man muss sich darum kümmern. Und bei den Kindern ist es ebenso. Wir befinden uns also in dem Thema Kind. Kinder in einer christlichen Familie. Sind zum einen ein Gabe Gottes in der natürlichen Schöpfung. Aber dann, wenn man dieses Kind bekommen hat, muss man es zur Gnade Gottes führen. Wenn man es mit Worten des Alten Testamentes sagt, zum Beispiel der Vater, soll sich verhalten wie Abraham. Unsere Kinder sind nicht einfach irgendwelche Kinder, wie alle anderen. Abraham hatte viele Kinder. Fangen wir von ganz unten an. Also auf natürliche Weise geboren hatte er 6 Kinder. Aber diese 6 Kinder kommen später in der Bibel nicht mehr vor. Die sind dann natürlicherweise geboren. Und die zweite Art Kinder, ein Kind, das mit besonderem Sinn oder Absicht zur Welt kam. Also er hat auf seine Frau, den Ratschlag seiner Frau gehört, die ihm geraten hatte, er soll doch mit der Magd ein Kind zeugen. Aber hätte er besser nicht tun sollen, weil das war außerhalb der Verheißungen Gottes. Und die Familie geriet dann durcheinander. Gott
Gott wollte ihm einen geben. Nämlich Isaak. Er hat Isaak带到神的恩典里面来了。Und er hat Isaak vor in Gottes Gabe gebracht. 所以在主里面的弟兄姐妹们。Das heißt die Geschwister, die im Herrn sind. 你剩下的小孩。Und deren Kinder, die sie haben. 一定把他带到神的恩典里面。Sollen sie auf jeden Fall vor Gott bringen. 那如果这样子的话，我们来看那个创世纪哈21章第八节。Und das so ist, dann lesen wir 1. Mose 21. 这个就是应许的小孩。Das ist das Kind der Verheißung. 那创世纪21章第八节。1. Mose 21, Vers 8. 说孩子渐长就断了奶。那以撒断奶的日子，亚伯拉罕摆设丰盛的筵席啊。Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Heranwachsen. Gibt es zwei Elemente beim Heranwachsen. Wenn wir das natürliche Heranwachsen anschauen, passiert es automatisch, dass sie größer werden. 不长了就不好了。Sonst hätten wir Sorgen. 但是呢，小孩子有成长的他的那个他本身的动力，但是也要外在给他东西啊。Und das Kind wird auch sonst heranwachsen, aber es braucht immer Anstöße von außen. 所以无论是肉身的或是属灵的 egal ob rein physisch oder geistlich, 当小孩一定要长大 muss man auf jeden Fall wachsen. 长大当然是一个高兴的事情啊。Und das ist auch eine gute und fröhliche Sache. 所以成长中的喜乐 die Freude über das Heranwachsen. 你看这个应许的小孩慢慢长了。Und auch dieses Kind, das Kind der Verheißung, wuchs heran. 长了之后会怎么断奶？ Dann wurde es entwöhnt. 它本来是跟妈妈连在一起的。Und davor war es sehr eng mit der Mutter verbunden. 现在就断掉了，断什么？断奶，外在的供给。它现在要自己吃，自己喝，自己起床了。Entwöhnt heißt, es wird jetzt von der Mutter wecken, also es braucht die Mutter nicht mehr, es trinkt seine eigene Milch, isst sein Essen und muss auch selbst aufstehen. 那以撒断奶的日子呢？哇，这是高兴的事啊！ Das war ein Tag großer Freude, dieser Tag. 要不然就摆设丰盛的筵席啊！ So dass Abraham ein großes Mahl machte. 我们知道那个要不然是蛮有钱的，那个从家过去的客人就杀了一头牛了，对不对？那摆筵席呢？那不晓得杀几头。Wir wissen, Abraham war ein reicher Mann, der hatte ja einfach Besuchern, die vorübergingen, mal so ein Kalb geschlachtet. Und da können wir uns vorstellen, das war ein sehr reichhaltiges Mahl. 那我们走过小孩哈。Wir alle waren ja Kinder. 走过小孩的故事哈。亚伯拉罕生以撒，对不对？Wir haben jetzt diese Geschichte uns angeschaut. Abraham hat Isaak bekommen. Isaak 长大。Isaak ist herangewachsen. 我们看创世纪二十五章二十七节。Wenn wir jetzt 1. Mose 25 Vers. 这是已经到了第二代了。Vers wie viel lesen? 二十五章二十七节。Vers 27. Dann kommt die nächste Generation. 以撒又生了两个小孩。Isaak hat nun zwei Kinder.Bekommen. 这里也记载着两个孩子渐渐长大。Auch da wird gesagt, als nun die Knaben groß wurden. 那个，所以渐渐长大。Langsam groß werden. 是当小孩一定要的。Ist etwas, was ein Kind auf jeden Fall durchläuft. 我们再来看出埃及记二十章第十节。Lesen wir 2. Mose 20.Vers 10. 那这里也是记载着孩子渐长。20 Vers. Nee, bei mir nicht.
出埃及记第二章二十第十节。Kapitel 2, also 2. Mose 2, die 10. Vers 10. Vers 10. Und als das Kind groß war. Das handelt sich hier um Mose. Lesen wir 1. Samuel, Kapitel 2. 2. Samuel记上2章26节, Vers 26. 这是撒母耳啦, da geht es um Samuel. 孩子, Samuel. Aber der Knabe Samuel 渐渐长大, nahm immer mehr zu an Alter. 再看一个也可以啦, Samuel那个列王记下4章18节, lesen wir noch 2. Könige 4, Vers 18. 这个苏念的妇人, das ist die Schunemiterin und deren Kind. Sie eigentlich konnte sie keine Kinder zur Welt bringen. Aber nachdem der Prophet und Gott sie gesegnet hatte, hatte sie ein Kind bekommen. Und in Vers 18 steht dann, als aber das Kind groß wurde. 所以长大是小孩子的最重要的. Und das ist die Hauptarbeit eines Kindes, groß zu werden. 在属肉体是这样子. Zumindest leiblich. 在属灵也一样. Geistlich sollte es auch so sein. 属肉体渐渐长大. Leiblich langsam heranwachsen. 要继续想的话, 那就, 如果没有神的话, 是悲哀的. Ist dann traurig, wenn Gott nicht dabei ist. Wenn man dann einfach nur heranwächst, groß wird und dann alt wird und dann stirbt. Wenn man aber Gott bei sich hat, ist das anders. Dann, wenn man erwachsen ist, soll man die Verantwortung übernehmen, die man von Gott bekommen hat. Noch wichtiger freilich ist die geistliche, das geistliche Wachsen. Das heißt, das Wesen eines Kindes ist heranzuwachsen. Nachdem es groß geworden ist, erwachsen geworden ist, schauen wir jetzt zwei Dinge dazu an. Lesen wir erstmal Galater 4, Vers 28. Jetzt kommen wir ins Neue Testament. Hier. 我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。 Ihr aber Brüder und Schwestern seid wie Isaak Kinder der Verheißung. 不要忘记，我们是应许的孩子。 Lasst uns nicht vergessen, wir sind Kinder der Verheißung. 那当然，我们是做应许的孩子，这是属灵上面来讲的。 Kinder der Verheißung zu sein bezieht sich auf die geistliche Ebene. 那 但是我们肉身也是有父母啊, obwohl wir natürlich auch leibliche Eltern haben. 来, 我们来看那个以弗所书6章1节。 Lesen wir Epheser 6, Vers 1. 无论你多大多小, 只要有父母你总是孩子啊。 Egal wie groß oder alt wir sind, haben wir doch Eltern. 那你就是孩子嘛。 Und man bleibt Kind. 那6章1节。 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Gleich ist es im Kolosserbrief 3, Vers 20. Man kann die zwei Verse miteinander vergleichen. 哥罗西书3章20节这里说，你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。
Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Und diese zwei Verse muss man zusammenlesen. Zum einen soll man den Eltern gehorsam sein im Herrn. 圣经没有说你们要听从父母，这是理所当然的。 Es steht nicht einfach da, ihr sollt den Eltern gehorsam sein, denn das ist recht. 父母若讲错了, weil wenn die Eltern was Falsches verlangen, mir fällt ja immer das Beispiel ein, dass Jakob von seiner Mutter was Falsches gesagt wurde. 这个是父母的有话向他妈妈讲说去骗了。 Seine Mutter hat ihm geraten, den Vater zu hintergehen. Wenn man sich das genau anschaut, hat Jakob eigentlich nichts gewonnen. Er war dann nur immer auf der Flucht, und ja, aber letztendlich war es dann doch in Gottes Wille. Seine Mutter musste ihn wegschicken, er soll schnell weggehen, weil der Bruder ihn umbringen wollte. Und sie versprach ihm, wenn der Bruder sich der Zorn gelegt hat, dann würde sie ihn benachrichtigen und zurückrufen. Aber als schließlich Jakob zurückkam, hatte er seine Mutter nicht mehr getroffen. Und da wird auch nicht mehr davon geredet, was die Mutter wollte. Diese Mutter hat sich nicht viel überlegt, hat nur in ihrer Familie die Rollen aufgeteilt. Und hat damit ihre Familie zerstört. So dass die zwei Brüder nicht zusammenleben konnten. Deswegen im Herrn. Es muss nach dem Worte Gottes gehen. Nur dann sind es Eltern im Herrn. Das ist dann recht. Und das andere in Kolosse ist, weil es Gott wohlgefällig ist. Und das sollen sich Kinder immer behalten. Lesen wir noch Philipper 2, Vers 14. Auch Gott gegenüber sind wir immer Kinder. Ob 60, 70, 80 Jahre, wir sind immer Kinder. Für Gott sind wir immer seine Kinder, denen er Macht gegeben hat. Wir werden das Erbe des Himmelreichs empfangen. In Philipper 2, Vers 15 sagt uns, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. So, wir sollen Kinder ohne Makel sein. Und dazu müssen wir uns geistlich immer wieder auferbauen. Denn wir leben in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Und wir schauen nicht darauf, was die anderen tun, sagen oder denken. Denn wir sind Gottes Kinder. Wir sind anders als die anderen und sollen ein Licht sein in der Welt. Wir sollen Gottes Kinder sein, ohne Makel. 再来, 我们看彼得前书 1章 14节。
Lesen wir 1. Petrus, was? 1章14节. 1, Vers 14. 彼得前书1章14节. 你们既做顺命的儿女，就不要效法从前暧昧无知的时候那放纵私欲的样子. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. 现在的孩子最不喜欢说，啊，你是乖乖牌的小孩. Die Kinder heutzutage hören nicht mehr so gern, ah, du bist aber gehorsam. 我们就是要做顺命的小孩. Wir sollen gehorsame Kinder sein und bleiben. Das ist sehr wichtig. So, in dieser Stelle haben wir besonders zwei genannt. Also hier werden zwei genannt. Kinder zu sein ohne Makel. Und gehorsame Kinder zu sein. 这样你在那个基督化家庭的过程当中. Und dann im Verlauf des Heranwachsens in einer christlichen Familie wird man erwachsen werden. Und man wird gehorsam bleiben. Und ohne Makel sein. Man hat die Macht dann von Gott. Damit endet die erste Stunde. Wir beten in der Stille.